MENA Watch, der Talk. Herzlich willkommen bei MENA Talk. Mein Gast ist die Historikerin Ursula Prutsch, Professorin für die Geschichte der USA und Lateinamerikas an der Universität München. Und das Thema unseres Gesprächs ist ihr exzellentes Buch, das heuer erschienen ist. Wer war Fritz Mandl? Waffen, Nazis und Geheimdienste, die Biografie. Frau Professor Prutsch, beginnen wir mit dem österreichischen Schicksalsjahr 1933, in dem Bundeskanzler Dollfuß die Demokratie ausgeschaltet hat. Wenige Wochen davor gab es einen politischen Skandal, der Europa bewegt hat, die sogenannte Hirtenberger Waffenaffäre. Und im Zentrum dieser Affäre stand der österreichische Industrielle Fritz Mandl. Was ist damals passiert? Ja, Fritz Mandl war der Präsident, der Eigentümer der Hirtenberger Patronenfabrik im Süden von Wien. Und er hat mit italienischen Partnern eine Waffenschieberei in großem Stil gemacht. Das sind alte Waffen, aber nicht nur alte Waffen, wie ich herausfinden konnte, von Italien über Österreich nach Ungarn geschmuggelt worden. Und der größte Teil der Waffen, das wusste man damals nicht, war tatsächlich für die Heimwehr und die österreichische Exekutive bestimmt. Aber dieser Waffenschmuggel flog auf und war tatsächlich kurze Zeit lang ein Ereignis in den europäischen Blättern, weil man tatsächlich geglaubt hat, der Zweite Weltkrieg stünde vor der Tür. Aber dann hat Hitlers Machtergreifung diese Hirtenberger Waffenaffäre ein wenig beiseite geschoben. Der Zweite Weltkrieg stand zwar damals noch nicht vor der Tür, aber die Ausschaltung, die Zerstörung der österreichischen Demokratie stand unmittelbar davor und hing natürlich auch am Rande mit diesem Hirtenberger Skandal zusammen und mit der noch größeren Erbitterung, die es gegeben hat. Bleiben wir noch im Jahr 1933. Im selben Jahr gab es eine Heirat, die für doch eine Reihe von Menschen im historischen Gedächtnis geblieben ist, nämlich Fritz Mandl hat die Schauspielerin Hedi Kiesler geheiratet, die später ein Hollywood-Star geworden ist und einige Zeit als die schönste Frau der Welt gegolten hat. Aber 1933 in Österreich war sie damals schon bekannt. Ja, Hedi Kiesler hat 2 Jahre davor angefangen, Filme zu drehen, auch in Berlin. Aber sie wurde bekannt durch den Film Ekstase, der damals verkauft worden ist als psychologisches Drama. Fasziniert hat er wegen der sehr erotischen Bilder. Man sieht sie da zwar etwas weit entfernt nackt in einen Teich springen. Und dieser Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, hat aber großen Erfolg gehabt. Man musste die Vorstellungen auch zum Teil wiederholen. Und das Tragische ist, dass gerade in dem Moment, in dem die Demokratie ausgeschaltet worden ist, die Zeitungen voll waren von diesem Erfolg mit Hedi Kiesler und dem Film Ekstase. Und Fritz Mandl, der ein sehr eifersüchtiger Mensch war, hat tatsächlich versucht, alle möglichen Kopien dieses Filmes dann aufzukaufen, damit nur er den exklusiven Blick auf seine schöne Frau hat. Das ist ihm aber glücklicherweise für uns nicht gelungen, weil der Film existiert noch. Ja, zum Film kann man noch hinzufügen, dass auch ein simulierter Orgasmus drinnen vorkommt, andeutungsweise aber doch erkennbar. Und zu dieser skurrilen Geschichte, dass Mandl alle Kopien aufkaufen wollte, was nicht ganz gelungen ist. Und dann habe ich in Ihrem Buch gelesen, sollte der Film in Venedig bei den Filmfestspielen 1934 gezeigt werden. Und Mandl hat daraufhin sogar mit Mussolini verhandelt, um die Aufführung zu verhindern, was ihm aber nicht gelungen ist. Der
Film ist in Venedig 1934 gezeigt worden. Das Publikum war begeistert. Der Film hat auch einen Preis gekriegt. Aber diese völlig verrückte Geschichte, dass Mandl alle Kopien des Films aufkaufen wollte, stellt natürlich die Frage, was war das für ein Mensch? Einer, der geglaubt hat, man kann alles kaufen. Ja, also Fritz Mandl war damals vermutlich der reichste Österreicher oder einer der reichsten Österreicher und hat tatsächlich die Vorstellung gehabt, man könne alles kaufen. Und das war auch seine Mentalität. Er hat auch politisch im Hintergrund die Fäden gezogen. Er war jemand, der seinen Erfolg durch einen ziemlichen politischen und persönlichen Druck auszuüben vermochte. Und das war eben seine Vorstellung. Und da Hedy Lamarr relativ bald als die schönste Frau galt, noch nicht der Welt, weil sie noch nicht in Hollywood war, aber zumindest Österreichs, dann war es für ihn klar, dass er auch diese Trophäe haben möchte und praktisch für sich gewinnen wollte. Und vielleicht noch zum Film. Das Interessante ist ja, dass dieser Film auch heute sowas als Skandalfilm rezipiert wird, eben wegen dieses angedeuteten Orgasmus auch. Aber wenn man sich die Filmbesprechungen anschaut, gerade auch die österreichischen, und schließlich war das Regime damals, das Dollfuss-Regime, vielleicht nicht das allerliberalste, war es natürlich nicht, aber interessant ist, dass man mit diesem Film relativ locker umgegangen ist. Also ein Skandalfilm war er dann später, weil die Hollywood-Industrie so brüde war und vor allem es da einen sogenannten Production Code gegeben hat, der ganz klar definiert hat, was darf man in Hollywood zeigen und was nicht. Und was Sexualität betrifft, waren Bettszenen auch nur andeutungsweise möglich. Und zwar war man viel konservativer und viel restriktiver als in der österreichischen Filmindustrie. Und Hedy Lamarr, als sie nach Hollywood kam, hatte dann schon dieses Label-Skandal. Aber in Österreich, selbst in Villach, in Kärnten, war man völlig fasziniert von diesem großartigen, ästhetisch faszinierenden Drama, sodass man, also die Zensur in einem katholischen Land wie Österreich, hatte mit diesem Film in den 30er Jahren wenig Probleme, aber Fritz Mandl persönlich. Ja, Sie haben schon gesagt, jetzt aus Hedy Kiesler, so hieß sie, als sie Ekstase gedreht hat, wurde in Hollywood dann Hedy Lamarr, die in den 40er Jahren ein enorm erfolgreicher Filmstar in Hollywood gewesen ist. Aber bleiben wir bei der Frage, wer Fritz Mandl gewesen ist. Was war das für ein Mensch? Ich habe da zwei Zitate mir angeschaut, die ich jetzt vorlesen möchte. Das eine, Fritz Mandl als Gastgeber, war ein sehr großzügiger Gastgeber. Und da heißt es, Entschuldigung, eine Minute zu spät zum Dinner kommen, in einer unpassenden Kleidung, den falschen Sitzplatz einzunehmen, seine Menükompositionen durcheinander zu bringen, einen Blumentopf ohne Grund zu verschieben, das brachte ihn aus der Fassung. Wenn er schlafen ging, hatten auch die anderen schlafen zu gehen. Das ist das eine Zitat. Und das zweite ist, nach der nationalsozialistischen Machtergreifung, und Fritz Mandl ist ein Flüchtling, und da heißt es, bevor er nach Argentinien zurückreiste, stattete er noch einen Besuch bei der Lloyds Bank in London ab. Die Verley Bank hatte dort 40 Goldbarren für ihn deponiert. Sie waren über $570.000 wert und das Geld sollte nun auf die argentinische Zentralbank überwiesen werden. Das hat mir zumindest zweierlei gesagt. Erstens, Fritz Mandl war ein autoritärer Zwängler, der seine Gäste großzügig behandelt, aber gleichzeitig auch ungemein tyrannisiert hat. Und zweitens, er war auch, nachdem die Nazis ihm weggenommen hatten, was nur überhaupt möglich war, war er danach immer noch ungewöhnlich reich. Ich glaube, sind zwei Charakteristika, die man für Fritz Mandl auf jeden Fall sagen kann.
Also ich kann das nur bestätigen. Also Fritz Mandl war jemand, der Ordnungen brauchte, im privaten wie im beruflichen. Er war reich, ich meine, er hat sehr, sehr viel Geld angehäuft durch kluge Wirtschaftspolitik. Die Hirtenberger Patronenfabrik hatte ja Dependancen in diversen europäischen Staaten. Es ist ja auch außergewöhnlich, dass jemand, der jüdischen Ursprungs ist und für die Nazis als offizielles Halbjude, aber in ihrer Korrespondenz als Jude galt, es geschafft hat, mit den Nationalsozialisten durch diese schweizerische Verli Bank einen großen Teil seines Vermögens zu retten, weil er schon frühzeitig zu Beginn der 30er Jahre, also zwischen 1931 und 1934, den größten Teil des Aktienkapitals der Firma in die Schweiz brachte, zum Teil auch auf eine Bank in Frankreich. Und die Nationalsozialisten dann nach dem Anschluss genau wussten, welche strategische Bedeutung eine der besten Patronenfabriken Europas für sie haben würden. Und sie mussten sich wohl oder übel auf diese Verhandlungen mit ihm einlassen und hatten die größten Probleme. Erstens einmal, weil diese Verhandlungen nicht nach außen dringen durften. Aber man sieht sehr schön in der Korrespondenz, die noch in Weimar erhalten ist, wie sehr sich die dort in den Verhandlungen tätigen Nationalsozialisten nach oben rechtfertigen mussten, bis an die Spitze, warum sie quasi mit einem Juden verhandelten. Und Fritz Mandl hat dann eben genügend Geld gehabt, eben indem er Goldbarren gehabt hat in der Lloyds Bank, die er dann auch nach Argentinien transferieren konnte, dann in Argentinien quasi neue Unternehmen zu starten, mehr oder weniger glücklich. Gut, auf die Verhandlungen mit den Nazis 1938 kommen wir noch, gehen wir zur Biografie. Fritz Mandl ist 1900 geboren und Sie haben schon gesagt, für seine antisemitischen Gegner galt er als Jude. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der Vater war jüdisch, aber die Mutter war katholisch und er ist auch katholisch als Kind erzogen worden, zunächst einmal. Aber was meine ich wichtig ist in dem Zusammenhang, Fritz Mandl war seine jüdische Herkunft war ihm eigentlich, aber sie war uninteressant für ihn. Ich sage den Satz noch einmal. Aber was wichtig ist für Fritz Mandl selbst, war seine jüdische Herkunft uninteressant und ich glaube, sie war eher störend. Ja, also die jüdische Herkunft war für ihn uninteressant. Es sind dann auch beide Eltern aus der Kirche ausgetreten. Er ist dann auch zum protestantischen Glauben übergetreten für die erste Ehe. Dann ist er wieder in den katholischen Glauben zurück und später dann in Argentinien war er praktizierender Katholik. Und ich denke mir, dass es viele Österreicher gab, die man dann durch die brutalen Erfahrungen des Nationalsozialismus durchaus auch als Juden etikettiert hat, denen das relativ egal war, die assimiliert waren. Ich habe ja mit diversen Familienmitgliedern gesprochen und Menschen aus dem Freundeskreis, auch die heute 80, 90 sind und die gesagt haben, damals hat man auch im Freundeskreis nicht darüber geredet, wer jüdisch ist oder nicht. Das spielte quasi keine Rolle. Aber das Interessante bei ihm ist tatsächlich, dass er schon auch Probleme gehabt hat mit dieser Zuschreibung des Jüdischen. Er hat dann später auch, es gibt eine Korrespondenz, die schon mich auch sehr irritiert hat, wo er dann den Nationalsozialisten gegenüber schreibt, möglichst viel Geld retten wollend. Es sei ihm da quasi peinlich, dass Hedy Lamarr eine Jüdin sei und dass er dann nur zwei arische Großeltern habe. Also er hatte Schwierigkeiten damit und sicher auch mit dieser Zuschreibung, Jude zu sein, durch die Rechtsradikalen in Österreich, etwa Teile der Heimwehr. Er hat das in Österreich noch etwas übergehen können, weil er ökonomisch einfach so stark war. Aber dann in Argentinien zum Beispiel hat er vermutlich nicht damit gerechnet, dass die Kreise, zu denen er gehören wollte, so sehr katholisch-konservative, zum Teil rechtsradikale Kreise, ihn nicht in den edlen Jockey-Club
als Mitglied lassen wollten, einen Salon, weil sie ganz einfach antisemitische Vorurteile hatten. Und er wollte das nicht akzeptieren. Er hat ständig seinen Sekretär dorthin geschickt und gefühlt 100-mal angefragt. Ja? Und man hat ihn einfach zurückgewiesen. Das heißt, nach der jüdischen Definition war er kein Jude, weil die Mutter katholisch nicht jüdisch gewesen ist. Aber in den Augen der Antisemiten war er selbstverständlich ein Jude, schon deswegen, weil er so besonders erfolgreich gewesen ist im geschäftlichen Bereich. Und das hat natürlich unglaublich zur jüdischen Zuschreibung für die Antisemiten gepasst. Was aber bei Fritz Mandl auffällt, ist sein Hang zur Aristokratie. Also wenn man sich anschaut, den Vorstand der Hirtenberger Waffenfabrik in den 20er Jahren, da ist drinnen der Prinz Fürstenberg und der Graf Esterhazy und der Graf Stürck und so weiter. Und Fritz Mandls bester Freund, wie er es selber schreibt, war der Fürst Ernst Rüdiger Starnberg, wobei man jetzt korrekterweise sagen muss, Fürst nur bis 1919, weil dann hört sich das ja auf. Aber mit Starnberg entsteht natürlich sofort die politische Verbindung zu den Heimwehren und also in die Politik hinein. Und Mandl selbst hat sich ja dann in den späten 20er Jahren jedenfalls schon selber als Faschist verstanden. Etwas, was er dann später in Argentinien wieder bestritten hat. Aber de facto dürfte dieses Selbstverständnis als Faschist schon einigermaßen richtig gewesen sein. Ja, also Mandl hat sich als Faschist bezeichnet, hat auch gemeint, ein Faschismus, und zwar Faschismus in der Prägung von Benito Mussolini, sei das ideale Regime für Österreich aus verschiedensten Gründen. Um jetzt die Verbindung auch herzustellen zu der Aristokratie, Fritz Mandl war fasziniert vom österreichischen Adel, hat sich auch immer verstanden als typisches Kind dieser Habsburger Monarchie, hat sehr darunter gelitten, dass diese Habsburger Monarchie zerbrochen ist, wie sicher viele seiner Generation, aus Gründen der Identität, einer österreichischen Identität, die sehr, sehr stark war, aber natürlich auch durch den Wirtschaftsraum, von dem die Familie ja profitieren konnte. Und jetzt hat ihn, so habe ich das interpretiert, Mussolini Italien deshalb fasziniert, weil es ein Königreich geblieben ist, weil es also diese Tradition, die für Fritz Mandl wichtig war, gewahrt hat und gleichzeitig aber auch eine Moderne forciert hat durch den Faschismus, die ihn fasziniert hat als jemand, der Industrie verteidigt hat und diese Form der Moderne. Dann kam natürlich auch diese Struktur der Ordnung dazu, also eine ständische Gesellschaft, in der er gerne sich gesehen hätte, die dann in Österreich ja nicht so umgesetzt wurde. Dann auch dieses Uniformierte, also ich denke mir, seine Identität, dann diese Vorstellung, man müsse die Industrie fördern, die Infrastruktur fördern, dann diese Form von Ordnung, das war etwas, wo er sich sehr, sehr stark vorstellen konnte, dass das seine Ideologie sein könnte. Und dann freilich auch die europäische Haltung, weil Mandl zwar ein Faschist war, aber eben kein Nationalsozialist, auch durch seine Herkunft wäre das schwierig gewesen. Und weil er schon überzeugt war und viele Mitglieder der Heimwehr zunächst, dass ein österreichischer Faschismus, unterstützt von Mussolini, tatsächlich eine Art von Bollwerk sein könnte gegen die Nationalsozialisten. Und das hat er dann immer verteidigt. Und vielleicht noch ein letztes Element. Fritz Mandl hat die Sozialdemokratie gehasst und die Kommunisten, er hat da wenig Unterschied gemacht. Und zwar ist das auch einer persönlichen Erfahrung geschuldet. Die Hirtenberger Patronenfabrik ist 1920 fast zur Gänze zerstört worden durch Brandlegung, vermutlich durch kommunistische Arbeiter. Und das hat auch dazu geführt, dass Fritz Mandl alles, was links war, zutiefst gehasst hat. Und für ihn war dann auch sozusagen das Mussolini-Regime, das Gewerkschaften sehr kritisch gegenübergestanden ist,
Arbeiterkämpfe von vornherein durch die Ideologie und die Politik niedergedrückt hat, war für Fritz Mandl das auch ein Grund, warum er gesagt hat, er ist ein österreichischer Faschist und er unterstützt mit Geld, ja, und gar nicht wenig Geld, die Heimwehr als Arm des Mussolini-Faschismus. Wobei man jetzt dazu sagen muss, was ich hier im Buch entnommen habe, die Brandlegung, die kommunistische, vermutlich kommunistische 1920, hing damit zusammen, dass die Waffenfabrik in Hirtenberg ja immer schon international tätig gewesen ist und damals Munition nach Polen geliefert hat. Und Polen stand gerade im Krieg gegen die junge Sowjetunion, die Polen angegriffen hatte. Und Polen hat sich gegen diesen Angriff verteidigt. Und dafür haben die Polen die Munition aus Österreich gekriegt. Und deswegen, um der Sowjetunion zu helfen, haben die Arbeiter, die Kommunistischen, die Fabrik angezündet. Also das war eine politische Auseinandersetzung mit einem konkreten Hintergrund. Kommen wir zu dieser Freundschaft mit Starnberg zurück. Er hatte gleichzeitig, obwohl es sein bester Freund war, schon auch einen scharfen Blick. Ich habe da gelesen, er schreibt über Starnberg, trotz bestimmter Unfähigkeit. Gleichzeitig billigt er ihm aber zu, dass er wirklich ein ehrlicher Freund ist und dass er rhetorisch begabt ist und dass natürlich auch sein Name und die Geschichte der Familie Starnberg, Kampf gegen die Türken, dass das alles sehr wichtig ist. Aber er hat, ich meine, so wie er den Starnberg eingeschätzt hat, da ist schon was dran. Ja, also er hat den Starnberg sehr, sehr gut gekannt. Also das war wirklich sein bester Freund. Und eben Fritz Mandl war sehr loyal den wenigen gegenüber, denen er getraut hat. Und denen hat er auch dann viel verziehen. Deswegen hat er den Starnberg, wenn er nicht immer auch einverstanden mit ihm war, bis zuletzt gehalten. Aber zunächst hat Fritz Mandl sicher dieses Aristokratische am Starnberg fasziniert. Ich denke, dass er gerne auch ein Mitglied des österreichischen Adels gewesen wäre. Er hat darüber hinweggesehen, dass der Starnberg mit Geld nicht umgehen konnte. Starnberg hat ja Mengen an Privatvermögen da in diese Heimwehr gesteckt. Und Fritz Mandl hat den Starnberg im Grunde genommen fast bis zu seinem Lebensende durchgefüttert. Und Starnberg war tatsächlich nicht immer sehr konzise, was seine politische Linie betroffen hat. Starnberg schreibt ja selbst auch in seinen Memoiren, dass er in seiner Jugendzeit von Hitler fasziniert gewesen war. Und Starnberg hat schon immer wieder auch versucht, gewissermaßen sich mit den Nationalsozialisten zu verstehen, bis zu einem Moment, wo er gesehen hat, 1933, das geht überhaupt nicht. Also er hat da hin und her laviert. Und Fritz Mandl hat das einfach toleriert. Es gibt leider Gottes keine Selbstzeugnisse von Fritz Mandl, weil der Nachlass auch erst 1938 beginnt, wo man sehen kann, ob Fritz Mandl die Nationalsozialisten auch wie Starnberg eine Zeit lang unterschätzt hat. Ich glaube es fast, allein durch sein Standing als Geschäftsmann, aber es gab dann ja so ganz seltsame Gespräche, wo Fritz Mandl und Starnberg in Berlin waren. Starnberg hat ja dann auch Hitler getroffen und wo sie tatsächlich geglaubt hatten, was Österreich betrifft, man könne den Nationalsozialisten einen gewissen Raum geben, militärisch, und wenn die Nationalsozialisten die Heimwehr leben ließen. Und das sind schon aus heutiger Sicht höchst problematische und opportunistische Verhaltensweisen. Und spätestens 1933 war dann für beide klar, Fritz Mandl und Starnberg, dass das naiv war. Ja. Ja, ist schon klar. Ich möchte noch einen anderen scharfsichtigen Zeitzeugen zitieren, nämlich den italienischen faschistischen Presseattaché in Wien, Moriale, und der schreibt 1929, berichtet er nach Rom über die Heimwehren, und da heißt es, die Heimwehren sind nicht in der Lage, heute eine Revolution zu machen, und es ist unwahrscheinlich, dass sie dies in Zukunft tun werden. Das war, wie gesagt, 1929, und das war auch eine richtige Diagnose. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen,
dass die Heimwehren sehr aktiv beteiligt waren an der Zerstörung der Demokratie in Österreich und Starnberg und Fritz Mandl ebenfalls. Sie waren antidemokratisch, antiparlamentarisch und haben einen wesentlichen Anteil an dieser Zerstörung der Demokratie in Österreich, die dann 1933, 1934 vollendet worden ist. Ja, auf jeden Fall. Beide haben einen großen Anteil an der Zerstörung der Demokratie in Österreich. Und Fritz Mandl hat auch, hätte man ihn nach dem Zweiten Weltkrieg fragen können, hätte er natürlich gesagt, er sei ein Demokrat gewesen. Aber was charakteristisch ist, nicht nur für Mandl und Starnberg in den 30er Jahren als Faschisten, aber auch für andere faschistoide Politiker wie Antonio Salazar in Portugal, Getúlio Vargas in Brasilien, dass sie tatsächlich damals glaubten, der Faschismus sei die wahre Demokratie. Und Fritz Mandl hat sich dann in den Anfang der 40er Jahre, als er im Exil in Argentinien saß und dann so einsame Abende hatte und litt an seiner Existenz, an Österreich, am Untergang Österreichs, hat er dann eben diesen Vergleich Salazar und Getúlio Vargas auch reingebracht, weil er meinte, auch Starnberg übrigens, dass diese Regime nur Parteiinteressen verfolgen würden in den 30er Jahren und dass quasi ein starker Führer, der sich um seine Gefolgschaft, Anhängerschaft, die Bevölkerung kümmert und dass das demokratischer wäre, als wenn sozusagen ein Regime von Parteipolitik zerstört würde. Und sein Argument, die Heimwehren zu stützen und den österreichischen Faschismus dann auch zu propagieren, und Morale gehört da sicher auch dazu, war dann auch immer das Argument, und das zieht sich von den 30er Jahren bis in die 40er Jahre hinein, der Verräter oder die Verräterin sei die Sozialdemokratie gewesen, weil sie den Anschlussparagrafen nicht aus ihrem Parteiprogramm gestrichen hätte oder viel zu spät erst, bis 1933, und eigentlich international gedacht habe und nicht patriotisch-österreichisch. Also für ihn war diese Ideologie Faschismus antidemokratisch, aber nach seiner Logik sehr wohl demokratisch, einfach eine österreichisch-patriotische Position. Und diesen Morale habe ich im Buch auch aus Platzgründen nur wenig gestreift, und ich finde, es würde sich lohnen, Morale noch viel genauer zu beschreiben, weil Fritz Mandl war ja jetzt kein Theoretiker, sondern einfach ein politischer Praktiker, aber Morale war nicht nur jemand, der sehr genau die Politik beobachtet hat in Österreich, in Deutschland, auf dem Balkan, als wichtige Beraterpersönlichkeit von Mussolini, sondern Morale war zum Beispiel auch Autor im christlichen Ständestaat. Das habe ich nicht geschrieben in diesem Buch, wo er dann auch schön noch einmal zusammenfasst und sagt, Österreich ist wichtig für ein stabiles Zentraleuropa gegen den Nationalsozialismus. Und vor allem auch, es gibt eine österreichische Kultur, die anders sei als die deutsche Kultur. Aber ich habe im Buch gelesen, Morale war 1929, hat er Hitler besucht in München und schreibt nach Rom, dieser Hitler ist alles andere als ein Clown, obwohl er von seinen Gegnern so eingeschätzt wird. Den muss man sehr ernst nehmen. Also das hat Morale alles gesehen. Aber ich komme jetzt noch einmal kurz auf Mussolini. Sie sagten, unterschreiben Sie auch, das wirkliche politische Idol für Fritz Mandl sei Mussolini gewesen. Viel weniger, viel mehr als Dollfuss. Und Schuschnigg war überhaupt offenbar nicht besonders interessant für Fritz Mandl. Die Frage ist, als doch, meine ich, wahrscheinlich größter Finanzier der Heimwehren, wie weit oder wie nah ist er denn überhaupt an Mussolini herangekommen? Er hat diese absurden Verhandlungen mit ihm geführt wegen des Films Ekstase in Venedig. Aber wie weit ist er politisch mit Mussolini eng gewesen? Also er hat Mussolinis Politik mitgetragen. Er hat natürlich auch Mussolinis Expansionspolitik aus finanziellen Gründen mitgetragen, weil Fritz Mandl hat ordentlich Patronen nach Abessinien geliefert.
Also das war sicher eine ideologische und eine ökonomische Beziehung, wobei er kein Freund von Mussolini war. Mussolini hat ihm einen Orden verliehen, Fritz Mandl, und hat ihn zum Barone gemacht, was Fritz Mandl sehr gefreut hat, wenn er dann im Hotel Daniele in Venedig abgestiegen ist als Anhänger der Aristokratie. Aber die, Distanz, also Mussolini hat sich zumindest nach Dokumenten des State Departments in den USA dann schon von Fritz Mandl distanziert, weil Fritz Mandl wiederum im Spanischen Bürgerkrieg, wo ja Mussolini wie Hitler involviert waren durch ihre Waffenlieferungen, Patronen an die Spanische Republik geliefert. Und das war etwas, was Mussolini nicht freuen konnte. Also die Beziehungen gingen auf einer ökonomischen Ebene weiter. Fritz Mandl hatte auch einen eigenen Agenten für seine Geschäfte, vor allem produziert hat Fritz Mandl ja nur Patronen, aber das ist ja schon schlimm genug. Und dieser Agent hat dann diese Geschäfte betrieben, auch noch im Zweiten Weltkrieg von Mandls ehemaligen Firmen. Aber ich meine, dass diese Faszination für Mussolini auch als Geldgeber der Heimwehr so zwischen Ende der 20er Jahre und 1936 bestanden hat. Und dann ist Mussolini, taucht praktisch nicht mehr auf im Mandlschen Denken. Aber es war Morreale, der sozusagen dann ja noch immer glühender Faschist war. Das heißt, auf der einen Seite das faschistische Italien beliefern für den Abessinienkrieg, auf der anderen Seite die Spanische Republik beliefern gegen Franco, das besagt, dass der Profit doch für Fritz Mandl letztlich wichtiger gewesen ist als die politische Überzeugung, und wahrscheinlich hat das wohl auch eine Rolle gespielt, dass er in der Zeit einer der größten und mächtigsten Munitionsfabrikanten Europas, wenn nicht der Welt, gewesen ist. Ich glaube, das kann man so einschätzen. Das kann man so einschätzen. Vor allem die Patronenfabrik, die Hirtenberger Patronenfabrik, war jetzt nicht die größte Europas, aber eine der mächtigsten, und vor allem hat sie in allen möglichen Patronensorten Patronen herstellen können und war sehr, sehr flexibel. Und Fritz Mandl hat geliefert, wohin er immer konnte, eben auch nach China. Und schon sein Vater hatte ausgezeichnete Geschäfte mit China gemacht, Fritz Mandl dann später mit Japan, dann eben mit nordafrikanischen Ländern, mit diversen lateinamerikanischen Staaten. Das ist viel zu wenig bekannt, also von Argentinien und Chile bis hinauf nach Kolumbien und Mexiko. Eben auch Fritz Mandl hat problemlos das sozialistische Mexiko beliefert. Also das war ihm vollkommen egal. Und man sieht dann auch während des Zweiten Weltkriegs, dass er ständig nervös war und mit allen möglichen Bekannten und Freunden in Europa korrespondiert hat, soweit das gegangen ist, und Angst hatte, sein Österreich, sein Europa würde zerstört werden. Er dachte freilich natürlich auch an die Architektur und hoffte auf sozusagen das Wiedererstehen eines unabhängigen Österreich. Gleichzeitig hatte er Anteil an einer sehr großen argentinischen Reederei, die ordentlich vom Krieg profitiert hat. Mhm. Also er hat das getrennt oder vielleicht gar nicht reflektiert. Ja.